Hey Leute, willkommen zum nächsten Part von Dishonored. Ja, wir müssen jetzt einmal zusammenholen. Wie ich höre, sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn, ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Samuel, oder wir gehen erstmal in die Werkstatt. Waren Sie mal in der Seeschlacht? Aber natürlich. Haben Sie Piraten gesehen? Welche versenkt? Selbstverständlich. Dutzende. Oh ja. Aber das ist nichts für junge Mädchen. Aber ich werde Kaiserin werden, oder? Dann muss ich selbst viele feindliche Schiffe versenken. Das machen Kaiser... doch, oder? Ich habe gelesen, dass Piraten Hexen an Bord haben, die Stürme beschwören und Wale befehligen können. Stimmt das? Ja. Nun, größtenteils. Lassen wir das jetzt. Na gut. Mein Zimmer. Also da hinten drin. Und fick bin ich gerade. Im Obergeschoss, das muss er doch hier sein. Ist hier nicht drin, oder? Na gut. Machen wir uns jetzt mal auf den Weg zusammen. Der Maskenball der Boyles, wie? Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Ja, das war richtig. Ja, bringen Sie mich in das Anwesen, meine Lieben. Der Lord-Regent legt sich für die Boyles ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dann ihrer Maske gar nicht aufhalten. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Sicher. Achtung Bürger, räumen Sie die Straßen. Dieses Gebiet steht auf Wunsch der örtlichen Hauseigentümer nur geladenen Gästen offen. Unautorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle festgenommen.
dann jetzt gestorben? Dann weiß ich ja Bescheid, ne? Was für eine Festung? Wart ihr hier mit der Wir sind nachgerückt, nachdem die Eltern uns nicht kommen konnten. Des einen Leid, des anderen Freude. Habt ihr von dem heutigen Spiel gehört? Oh ja. Wir werden die gleichen Kostüme in drei verschiedenen Farben tragen. Und wir müssen raten. Noch eine ihrer exzentrischen Ideen. Uns bleibt wohl keine Wahl, als mitzuspielen. Das wird brillant. Das wird sicher unfassbar langweilig. Wenn ihr keinen Spaß haben wollt, solltet ihr besser nach Hause gehen. Wenn wir erst den Wein haben, werde ich schon damit klarkommen. Harold ist stolz darauf, schwierig zu sein. Wie ihr stolz darauf seid, umgänglich zu sein? Sollen wir hineingehen? Emma bestand darauf, uns vor dem Eingang zu treffen. Ich will nicht in der Warterei noch die Seuche holen und sterben. Und das würde ihr sicher gefallen. Warum wartet ihr hier die Engelchen, während wir hineingehen über Emmas Deal? So. Willkommen, Sir. Heute Abend gibt es ein Ratespiel. Esma, Lydia und Waverly tragen identische Kostüme in Schwarz, Weiß und Rot. Sie müssen herausfinden, wer welche Farbe trägt. Viel Glück. Okay. Die meisten Gäste sind drin. Ist wohl das Beste, wenn sie hineingehen. Okay. Ja? Pendleton? Was hat er mir zu sagen? Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Ja, glaub nicht. Dann gehen wir mal da rein. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Die Chancen stehen gut. Was die meisten Leute vergessen, die Ratten erschienen ein halbes Jahr vor dem Tod der Kaiserin. Wie auch die Seuche. Sind Sie sicher? Ich erinnere mich anders. Wenn es etwas verursacht hat, dann nicht der Tod der Kaiserin. Entschuldigen Sie mich. Gut, dann müssen wir jetzt die Damen suchen. Sie? Ein Gentleman? Sie sollten wissen, dass ich in jeder Situation so ehrenhaft bin. Das ist, wie die aussehen. Wie ich wohl bewiesen habe. Ich bat Sie doch davon nicht zu sprechen. Greifen Sie zu. Ich nehme, was ich tragen kann. Die werden nichts vermissen. Willkommen im Haus Boyle. Die Gäste sollten die Feier am besten im Erdgeschoss genießen. Okay. Haben Sie von Mrs. Brinsley gehört? Das werden Sie nicht glauben. Was ist denn jetzt? Sie ließ einen Diener, einen Straßenjungen auflesen, gerade einmal 16 Jahre alt, keine Angehörigen. Ich dachte, Sie würden sich nur für Ihre eigene Familie interessieren. Ich glaube, sie hat schon lange keine Familie mehr. Was hat das zu bedeuten? Und warum wissen Sie davon? Sind die neuen Bewerber Schwächlinge wie die letzten? Ja, ja. Gut, weitergehen.
dreckige Kreatur. Willkommen auf meiner Feier. Willkommen im Haus. Sie hatten noch nicht das Vergnügen. Okay. Gottchen, So. Und das Haus, das Label, die größte Unterstützerin des... Aber drei Frauen der Familie Boyle sind als Lady Boyle bekannt. Die Frau des verstorbenen Lord Boyle und ihre Schwester Sokolov weiß nicht, welche es ist, da es er unter besonderen Umständen nur den Rücken einer Lady Boyle gemalt hat. Was am Abend eines vornehmen Maskenballs im Anwesen der Boyles geschieht, um herauszufinden, welche Lady Boyle auszuschalten ist. Oh Gott. Verschwinde! Versuchen Sie zu erraten, wer wer ist? Ich hatte überlegt, mich nach oben zu schleichen und nach Hinweisen zu suchen. Wäre das Mogeln? Was immer Sie wünschen, Sir. Beeindruckende Maske. Stehen Sie auf der Gästeliste? Willkommen zur Feier. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky? Vorsicht! Die Lichtwand ist ein Geschenk des Lordregenten. Sie soll seine guten Freunde schützen. Ich bezweifle, dass sie dazugehören. Oh Gott. War schlecht. Vorsicht! Wir wollten mal oben nachschauen, doch die Wache ist ein Spielverderber. Ich hätte ihm Manieren beibringen sollen. Diese Feier ist ein Witz. Oh, gruselige Maske. Mein Cousin ist ein Marquis. Emma, dafür könnte sie der Ort... Lydia, Waverly, Esma, weiß, schwarz, rot. Im Obergeschoss muss es einen Hinweis geben, wer wer ist. Hallo, ich heiße Ella. Mögen Sie die Feier genießen? Ekelhaft. Nein, sie stinken wie die Gosse. In den Slums unterwegs gewesen, was? Verzieh abgehobene Menschen. Verzieh dich, du hast dir nichts verloren. Gut, weitergehen. Guten Abend. Bitte gehen Sie weiter. Ich hoffe, dass Sie auf der Gästeliste stehen, Sir. Ja. Nimm echt Geld, Alter. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich überwache den Gang. Versuchen Sie Miss White mit der Mottenmaske. Ich höre, sie ist einsam. Was gibt es? Ich bin nicht zum Reden hier. Ich weiß, warum ihr heute hier seid. Wir müssen reden. Privat. Okay. Ich bin ein Freund von Pendleton. Und habe für eure Sache schon einiges getan. Ich kenne ihr heutiges Ziel. Es ist, wie soll ich sagen, die Frau, die ich liebe. Sollten Sie sie unversehrt zu mir bringen, werden Sie nie wieder von ihr hören. Das schwöre ich. Unter der Küche befindet sich ein Keller. Dort warte ich auf Sie. Ich bin nicht stolz darauf, aber es ist besser, als Sie tot zu sehen. Ihr Name ist Waverly. Ich werde ihr nichts antun, Ehrenwort. Ich habe meine Prinzipien. Bringt sie einfach zum Keller und ich werde auf sie aufpassen. Für immer. Okay. Waverly. Sie sollten das als eine Gelegenheit... Eine Schwester trägt rot, eine weiß, eine schwarz. Ich passe. Meine Frau meint, wir sollten uns nach oben schleichen, um nach Hinweisen zu suchen. Aber mir gefallen die Wachen dort nicht. Warum hauen sie nicht ab? Das hier könnten ist die mieseste Feier des Jahres. Beeindruckende Maske. Okay. Stehen. Der Gästeliste. Der Gästeliste, das wäre gerade hier. Ja, da eigentlich schon. Oh,
Ein Rätsel? Gehören Sie vielleicht zu den Campbells, mein Cousin? Bring den Dummkopf bei, mich beim Karten. Guten Abend, Sir. Wünschen, Sir. Ist alles in Ordnung? Willkommen zur Feier. Was darf ich Ihnen bringen? Guten Abend. Amüsieren Sie sich. Noch nicht. Ich sage nichts gegen den Lord. Treten Sie zurück, Sir. Wir wollen einander noch nicht vorstellen. Aber man muss es doch irgendwie herausfinden können. Ich muss den Lydia soll sich eher salopp knallen. Wenn ich doch nur nach oben und gehe, es muss doch Spuren geben. Oder war es andersherum? Könnte ich doch nur oben nach Hinweisen suchen. Kann man nicht besorgt werden. Steck die Waffe weg und verschwinde, bevor ich dir meine Männer auf den Hals setze. Kein Zutritt für Gäste. Okay. Schrank. Ein Metallschrank. Oh Gott. Guten Abend. Gleich zum Arzt. Zahnschmerzen ist da. Oh Gott. Was sollten Sie nicht tun? Ich wollte so vieles nicht tun. Oh, sehen Sie, gruselige Maske. Oh nein! Tut mir leid. Willkommen im Haus Boy. Ist alles in Ordnung? Nein. Willkommen zur Feier. Unheimlich hier. Das ist nervig. Wo ist sie? Schnell, bringen Sie sie her. Im Keller bleiben. Ich muss sie jetzt herbringen. Aber wie? Waverly, das weiß ich. Willkommen im Haus Boy.
bin ich oben. Sehr schöne Atmosphäre. Abgezogen, würde ich sagen. Oh Gott, das ist die Atmosphäre. Es tut mir leid, dass ich so wenig rede, aber die Atmosphäre ist zu gut. Waverly, Liebes, hier sind die drei Kleider für ihre Feier. Es schmerzt mich, nicht kommen zu können, aber sie verstehen sicher, warum das so ist. Ich weiß, sie werden in Rot hinreißend aussehen. Ich habe einen Generalschlüssel für Downwell Tower beigelegt. Wenn sie mich besuchen kommen, soll uns kein Hindernis aufhalten. HB. Gut, Rot. Der Tabak wird von Tag zu. Wir haben den Nutzen der Wale entdeckt und darauf ein Imperium. Entschuldigen Sie. Seien Sie nicht albern. Angeblich gehört. Gesundheit. Ja, was gibt es? Es ziemt sich für die Gastgeberin nicht zu trinken. Jemand sollte es erstmal sagen. Auf keinen Fall. Ich kenne weder Sie noch Ihre Familie. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Die Chancen stehen gut. Ich habe sie eliminiert, weil es einfach einfacher war, als sie runterzubringen. Hallo, die Walls wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Oh, fuck. Hä? Ja, eben sagt er noch, die Walls wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend und dann erschießt er mich oder was. What the fuck? Hallo, die Walls wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend.
Willkommen im Haus Boyle. Schon wieder? Ich brauche mehr Männer. Unmöglich. Wo ist der Hinz? Hallo, die Balls wünschen Ihnen einen guten Tag. Die Feier ist willkommen. Sehr belastend. Ich muss mich irgendwie beeilen. Hallo, die Balls wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Hau rein. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend, Sir. Aber wir sollten jetzt zurück. Ja. Schnell. Okay. Gehen wir. Wollte uns hier treffen? Ich schau mal im Weinkeller. Vielleicht vertreibt er sich dort seine Sorgen.
erst. Ach, geschafft. Und wir haben eine Frau aus dem Weg geräumt. Ja. Eine Edelfrau dazu. Doch Boy war eine Schlange. Sie half dem Lordregenten, die Kaiserin zu töten. Ich habe kein Mitleid mit ihr. Eine lange Nacht, Corvo. Aber sie ist nicht vorbei. Havelock und Martin haben auch schon ein weiteres Projekt für sie. Und würden sie gerne sehen? In Havelocks Quartier über der Bar. Okay. Achtung, Bürger von Dunwall. Aufgrund einer noch andauernden Untersuchung ist der Zugang zu den Straßen um das Boyle-Anwesen verboten. Okay. Corvo, es ist soweit. Alles, was wir getan haben, alles, was Sie getan haben, führte uns letztendlich zu diesem Moment. Der Lordregent ist bloßgestellt, Corvo. Verwundbar. Und alles ist bereit, um ihn anzugreifen. Wir sind einen Schritt vom Thron entfernt. Ein Mann, ein schlagendes Herz. Das ist alles, was von den Mächten übrig ist, die die Stadt an den Rand des Untergangs brachten. Es ist einfach, aber bei weitem nicht leicht. Die Paranoia des Lordregenten ist so groß wie nie zuvor. Er hat die Unterstützung der Aufseher, des Parlaments und seiner Geldgeber verloren. Und auch Sokolov, der seine Sicherheitstechnologien entwickelt hat. Jetzt hat er im Dunwall Tower jeden noch verbliebenen loyalen Mann versammelt. Er weiß, dass etwas auf ihn zukommt. Er weiß, dass Sie es sind. Alles hängt davon ab, dass er recht hat. Pierrot hilft Ihnen bei den Vorbereitungen. Dann bringt Samuel Sie dicht an den Tower an das Wasserschloss. Als Sie das letzte Mal dort waren, war der schreckliche Tag, an dem alles begann. Nun gehen Sie dorthin, um alles zu beenden. Viel Glück, Corvo. Ich weiß nicht, was wir sonst noch sagen könnten. Außer, dass unsere Hoffnungen mit Ihnen gehen. Alles klar. Hallo. Okay. Hallo. Gut, dann. Achtung, Bürger von Dunwall. Kinder im Alter zwischen 7 und 10 Jahren müssen dem Ort zur Überprüfung vorgestellt werden. Einem Aufseher mangelt es. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Wahrscheinlich der letzte Part. Haut rein. Ciao. She rises with